Hey, kommst du mal her? Was ist? Da war gerade jemand im Wald. Ich kann niemanden sehen. Ich habe jemanden gesehen. Ganz sicher. Sorry, ich glaub's nicht. Niemand würde um diese unchristliche Zeit noch draußen sein. Okay. Wir sollten wirklich zur Gruppe zurück. Ihr beide, wir müssen zusammenbleiben. Was zur Hölle? Was war das? Himmel, was ist das? Okay, das reicht. Wir haben Angst. Wer ist da? Wer immer du bist, das ist nicht lustig. John, wo bist du? Daniel? Taylor? Komm schon, John, wo bist du? Das ist nicht lustig. Bleib nah bei Angela und finde die anderen, obwohl ich echt gerne... Okay, kann ich gar nicht. so ein Meter in den Wald reingelaufen wäre. Da war ja schließlich ein Geräusch, ne? Man muss ja rausfinden, was das ist. Hey, wartet auf uns! Was war das? Wie, was war das? Was gehört hat deine gesungen? Hey, schau dir das an. Himmel, was ist das? Weiß ich nicht. Fass das doch nicht an. Immer muss alles angefasst werden. Klappt nochmal. Und mach doch mal, das ist Karpaltunnel-Syndrom hier. Loslassen! Wie heißt ihr, mein Herr? Was? Ich bin Andrew. Andrew? Und ihr Name, Gnällfrau? Wer bist du? Wieso hast du sowas an? Mein Name ist Mary. Ich habe sie selbst gebastelt. Sie sieht genauso aus wie die neben euch. Werdet ihr so gut und spielt mit mir? Spielt mit! Komm, spielt mit mir! Welch Teufelei ist dies nun, Mary? Ich habe nichts getan. Halt den Mund! Ich weiß, was du wirklich bist, Mary. Reverend Carvers Wohlwollen wird verfliegen, wenn er von deinem Bündnis mit dem Teufel erfährt. Amy, komm hierher! Hier sind... Da ist noch jemand. Beim Feuer. Was? Ich sehe kein Feuer. Ich habe sie auch gesehen. Geht es euch gut? Wieso hast du das nicht gesehen? Durch diese dicke Nebelsuppe konnte ich absolut nichts sehen. Mach schon. Sag ihnen, was da war. Ein Mädchen ist aus dem Nebel aufgetaucht und sofort wieder verschwunden. Wie bitte? Vielleicht hat der Nebel euch einfach verwirrt. Das sind die Nerven. Die Nerven, ja? Ein kleines Mädchen. Weil Nebel hat ja auch wie Menschen aussehen. Sie redete furchtbar seltsam. War sie überhaupt von hier? Ich weiß nicht, ich konnte sie auch nicht einordnen. Wo sind wir da nur reingeraten? Das Kind, Mary. Wollte sie euch wehtun? Nein. Ich glaube nicht, dass sie das wollte.
Und jetzt? Ich glaube schon, aber die Option war ja nicht da so. In die Stadt. Machst du Witze? Weißt du was Besseres? Eben. Na, wie wär's bei euch? Wer oder welcher Charakter wärt ihr innerhalb dieser Gruppe? Ne? Wärt ihr der Anführer? Wärt ihr der Skeptiker? Der Sportler? Die Cheerleaderin? Na, das wurde ja recht schnell dramatisch. Alles, was man tut oder nicht tut, holt einen irgendwann im Leben wieder ein. Glauben Sie nicht? Gucken Sie nicht so. Ich helfe nicht. Vergessen? Mitunter schätzen wir uns glücklich, wenn wir aus Albträumen erwachen. So mag es uns auch im Moment des Todes gehen. Auf meinen langjährigen Reisen habe ich so manchen Glauben und Aberglauben gesehen. Und gewöhnlich steckt ein Körnchen Wahrheit in ihnen. Diese Unglücklichen stoßen hier auf scheinbar unerklärliche Dinge. Ich meine, düsteres Rascheln im Walde, Geister der Vergangenheit, ein Mädchen, das in Gefahr ist. Oder ist sie etwa die Gefahr? So habe ich das gesehen, Einerlei. Ja. Wo waren wir? Angela bekommt nicht viel Klatsch und Tratsch aus Taylor heraus. Keine Enthüllungen. Was ist mit John? Ist er eine Autoritätsperson? Oder vielleicht steht er auch für etwas anderes? Und dann ist da Andrew. Er wirkt auf mich etwas verwirrt. Eine Gehirnerschütterung vielleicht? Seien Sie sich gewiss, manche Ihrer Entscheidungen werden Sie später noch wertschätzen. So weit, so gut. Sie kommen voran. Der Kerl in der Bar, er war nicht sehr hilfreich, ganz schön unhöflich, wenn Sie mich fragen. Er war so verstörend verstört. Genug. Irgendetwas stimmt nicht mit Little Hope. Und Seelen sind in Gefahr. Machen Sie weiter. Durchdringen Sie den Nebel. Finden Sie den Busfahrer. Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Du hast recht. War der Busfahrer, ne? Vorahnung. Naja, was eine gute Sache ist, wie ich finde, denn das sagt ja nur, dass wir den Busfahrer finden werden. Alles klar, da falle ich jetzt aber nicht drauf rein. Da ist irgendwo ein Dinosaurier hier im Gebüsch. Ich hab's
genau gehört. Ja, es kann Licht an, da brauche ich nicht näher rangehen. Also irgendwo hier im Wald, ne, da ist es am Knistern und am Knacken. Moment mal. Siehst du das? Fuck. Irgendein großes Tier. Hoffentlich, weil sonst gute Nacht. Vielleicht sieht man von da oben mehr. Jedenfalls kommt hier echt ein nettes Gruselfeeling auf. Geschichtsverein Little Hope präsentiert die Hexen von Edmonton. Ein Drama von W.M. Rowley. Blabla Decker John Ford. Aufgeführt im historischen Kleidung oder in historischer Kleidung in der Schule von Little Hope. Hm? Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Das kann schon sein, doch es wirkte so echt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Gruselige Erscheinungen oder ein Trupp irrer Historiker. So in der Richtung würde ich mir mal ein Silent Hill wünschen. Oder ein Blair Witch. Wobei, irgendwie ist das ja eine Mischung aus beiden.
Da vorne ist irgendwas. Wo lang? Beeilen wir uns. Wie recht du hast. Schaut mal! Hey! Halt! Stopp! Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Was machen wir jetzt? Hingehen. Hallo sagen. Ich regle das. Ihr bleibt hier. Die einzig sinnvolle Lösung. Alleine hingehen. Warte, ich komme mit dir. Ja, alleine gehen ist dumm. Hey, ihr zwei! Das ist nicht gut. Ist da wer? Hey! Hallo? Hey! Was zum... John! Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Wer sind sie? Was machen sie hier? Dies sind düstere Zeiten. Halt! Warten Sie! Fort von mir! Was zur Hölle bist du? Was willst du? Du bist... Das ist unmöglich. Eine verderbte Zunge. Euer fauler Zauber wirkt bei mir nicht. Ich flehe euch an, Herr. Vertreibt diese Erscheinungen. Wer seid ihr? Das kann nicht wahr sein. Starrt mich nicht so an. Ihr seid nicht mein Gemahl. Gehen wir in die Stadt. Es ist nicht mehr weit. Und da finden wir vielleicht Hilfe. Alles okay? Überhaupt nichts ist okay. Ich habe Angst, bin verwirrt und habe mich gerade selbst im Nebel gesehen. Was ist da drin passiert? Die Frau im Nebel kam wie aus dem Nichts und sah wie jemand aus Salem aus. Sie brabbelte etwas in einem Dialekt, den ich noch nie gehört habe. Und die Krönung? Sie sah genauso aus wie ich. Aber wie ist das möglich? Du musst nicht gleich so überreagieren, Angela. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf! Ich gehe woanders lang. Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Nie, nie, nie trennen. Horrorfilme sind dumm. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Ich gehe mit John. Wir erreichen mehr, wenn wir uns trennen. Ich gehe mit Taylor. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt, zu uns.
Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Moment! Das Geräusch! Mist! Okay, da war ich jetzt ein bisschen überfordert, weil ich nicht wusste, auf was ich da drücken soll. Ist alles okay? Alles gut. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Was zur Hölle war das? Und jetzt? Was ist? Was hast du? Alles gut? Ja, danke. Es geht schon, aber irgendwas hier ist... Was wir heute erlebt haben, ist nicht leicht zu verdauen. Wir gehen alle anders damit um. John hier will unbedingt anführen, das Alpha-Tier spielen. Während Daniel und Taylor anderen, etwas tierischeren Trieben nachgehen. Meinst du... Dass sie, Wird erwachsen, Andrew. Wärst du mit Taylor unterwegs, würde es dir gleich ergehen. Wir sollten zu John gehen. Ich sag euch, irgendwann gucken wir uns so ein Ding an. Ne, oder gucken im Wald und dann. Weil ganz nebenbei, der Effekt, der war ja jetzt nur für uns als Zuschauer. Die beiden haben es ja überhaupt nicht gesehen. Klingt echt nicht gut. Kein Grund zur Sorge.